Es beginnt als harmloser Unfall und endet mit einem dreisten Autodiebstahl in New York City. Am 30. März kollidiert dieser goldene Kia mit einem Lexus-SUV auf einer Straße in der Bronx. Kann passieren, soweit nichts Besonderes. Was dann folgt, ist allerdings vollkommen absurd. 6 Männer umstellen den Kia. Der 53-jährige Fahrer wird aus seinem Wagen gezerrt und mehrfach geschlagen. Ein weiterer Angreifer steht währenddessen auf dem Dach und beobachtet die Szene. Der Fahrer des Kias kann entkommen, flieht mit einer gebrochenen Augenhöhle und mehreren Schnittwunden im Gesicht. Sein Wagen wird zum Diebesgut. Ein Verdächtiger steigt ein, 2 andere sitzen auf der Motorhaube, demolieren sie. Der Mann am Steuer gibt Gas, einer der Täter fällt fast vom Auto. Mehrere Leute beobachten die irren Szenen. Jetzt hat die Polizei von New York die Videoaufnahmen veröffentlicht. Ein Täter konnte bisher festgenommen werden. Mit dem Material sucht das NYPD jetzt die verbleibenden 5.